Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Doom Eternal unter Linux mit Wein und Ludris. Wir hoffen mal, dass wir heute dass das Spiel heute ein bisschen gnädiger zu uns ist, was die Abstürze anbelangt, ne? Wäre schon hart nervig. Letztes Mal. Okay, das wird so nichts. Das war knapp. Und das war schon unser Tod. Gut, fängt gut an. 2 Minuten im Spiel, direkt verreckt. Finde ich praktisch. Das ist super toll, super, super toll. Habe ich jetzt das Compositing an oder ausgemacht? Compositing ist immer noch an. Und dann sind wir über den Abgrund gestürzt. Jetzt ist das Compositing aus. Ich habe irgendwie die Einbildung, dass wir das Compositing von KDE an, das ist aus irgendeinem Grund die Maus bei dem Spiel hier ein bisschen lahm ist. Ja, wenn ich mich das Gefühl habe, dass ich da jetzt besser spiele, dann ist das ja auch schon mal was wert. Hi, Pinky. Das Totem wegballern. Huch. Der lebt ja auch noch. Ja, jetzt raus mit dir aus dem Fenster. So. Da hat sich noch einer versteckt gehabt. So, wunderbar, wunderbar. Die Munition haben wir auch gerade nicht mehr so über. Das sieht uns ja auch gerade ein bisschen zu Neige. Oh, schade. War mir ein bisschen zu langsam für das Glory Kill. Sagen, wie viele Schüsse brauchst du denn noch? Wenn ich natürlich nicht treffe, dann mehr als einer. So, ich hoffe, heute spielen wir hier nicht ab. So. Du kannst mir noch ein bisschen Munition spendieren, dankeschön. So, ist doch schon mal bis jetzt ganz gut. Wir sind weitergekommen als letztes Mal. Ob es jetzt hier einen Savepunkt gab, weiß ich jetzt gerade nicht. Auf jeden Fall ist es jetzt abschmiert. Haha, Secret. So, das, hab ich keine Ahnung, was das macht. Das macht bestimmt irgendwas Tolles. So, dann wieder hier hoch. Oh, das ist gut. Oh, das ist ein Kakao-Dämon.
Oh fuck, da ist einer von den abtrünnigen Spacken. Ich weiß ja, so den Rest, der hier noch so rumrennt. Boah, der anfängt nervig zu werden. Anzünden können wir ihn trotzdem. Finde ich gut. Oh, wow, wir sind hier zum Glory Kick gekommen bei dem Typen diesmal. So, boing. Ach du meine Güte. Falsches Dings, den hier wollte ich. Na, komm ich nicht dran. Ist zu weit weg, der Dude. So. Großer Prozess. Oh wow, hier kannst du keine Karte aufmachen auf der letzten Map. Hoffe ich mal, dass es hier nicht ganz so viele Secrets gibt, die man übersehen kann. Wenig Munition. Das ist natürlich ein guter Hinweis, dass wir da was gegen unternehmen sollten alsbald. Entschuldigen Sie. Ich dachte, ich springe die Party mal ganz kurz. Oh, fuck. Scheiße, kann man nicht einschlagen. Gut, dann die schweren Geschütze im wahrsten Sinne des Wortes. Ja, der war gerade im Glory Kill Status, naja. Schon, komm, schon, komm, schon. Ja, danke. Liegt diesen Slow Motion, bevor man abkratzt. Ich bin ja schon so auf den Arsch gerettet. Nein, ich wollte doch gerade den Glory Kill machen an die Typen. Warum haust du mich dann? Aber die sind wirklich gerade arschstark. Ist das wirklich mal das Icon of Cinders, dass die Viecher jetzt besonders ätzend sind? Ich will in Ruhe dem Typen seinen Kopf weghauen, kann man. Ist ja schon gemein. Ich mal kurz eure traute Zweisamkeit. So. Wollen wir schon mal von der Ferne ein bisschen auf. Ich erwische deine Rakete noch, die letzte. Sag ich doch. So, nur den dicken da und da ist noch ein Manticore.
Gut. Ach, geh doch nicht an die Seite, Junge. War nicht beliebig viel Munition. So, weil ich da hier das Leben organisiere. Nichts wie weg hier. Moment, warte. Oh, fuck. Hab ich schon gesagt, dass ich dieses Geräusch mag? Oh. Ah, 12 von 20. Totem in der Nähe. Oh, nicht gut. Oh, gar nicht gut, gar nicht gut. Ganz schlecht. Ach, da ist das Tote mehr. So, wenn wir es schaffen, die Leute hier unten zu versammeln, wäre das doch schon mal was. Hier haben wir nämlich eine BFG. Besonders die Dicken da oben könnten mal runterkommen. Damit wir beim Thema wären. Wie haltet ihr Kackviecher denn aus? Ihr hängt an der Wand fest, Junge. Das ist eine richtig doofe Idee. Mit der Wand. Da festzuhängen, meine ich jetzt. Die machen wirklich eine Menge Damage, habe ich das Gefühl. Ich bilde mir das, glaube ich, auch echt nicht ein. What the fuck? Das heißt aber knapp mit den beiden Kack-Dingern da hier. Halleluja. Ja, der rennt erstmal weg. Soll er ruhig machen. Jetzt aber auch echt eine Nummer. Der Herr. Schön. Wie schön. Schön, die Viecher Gewinn bringt einsetzen, dass man davon mehr Rüstung und Leben und sowas hat. Ah, oh, da ist ein Hellknight dazwischen. Das gefällt mir jetzt nicht so.
Oh, gestärkter Dämon. Gefällt mir noch weniger. Oh, die Aufladung hätte ich mir sparen können. Schade. Da ist extra Leben drin, hinter. Ich darüber? Aber auch zu. Wie kriege ich das auf? Irgendwelche Schalter? Ich sehe halt nichts. Bevor du dich wieder erholst. Wo ist die Spinne? Da ist die Spinne. Tschüss, ich bin weg. Na, wo der Dude jetzt hin ist? Fuck, da ist er. Zwei Leben, na immerhin. Wäre ja schon fast schief gegangen. Ich dachte, die Viecher machen unnormal viel Damage. Wir müssen noch höher. Ach du meine Güte. Die schöne BFG. Kreucht und fleucht hier eigentlich nicht rum. Es gibt es aber kurz vor Ende der Welt nochmal richtig zum Besten mit euch Jungs hier, ha? So. Kommen denn die Nervensägen alle her? Meine Güte. Wollte ich hier endlos lange. Oder was? Was ist das für ein. Was ist mit dem Boden kaputt? Was ist das für ein Vieh? Schwein, nein.
Toll, und dann verrecke ich natürlich, kurz vor Ende dieser verdammten, verkackten Welle. Die Viecher sind gerade echt asozial schwer. Gebe ich Brief und Siegel drauf, dass die richtig übel drauf sind diesmal. Wette ich drum. Ach ja, er wieder. Ich hab seinen Hund erwischt. Und zack, das hat wir eben für den Glory Kill. Ist das ein Tote? Boah, die Archbite hat echt meine gehasstesten Dämonen in diesem Spiel. Hauptsache der Soundeffekt läuft immer noch weiter. Eieieiei. Kurz die erstmögliche Munition aussammeln, was geht. Raketenwerfer benutze ich eigentlich so gut wie nie, fällt mir gerade auf. Wahrscheinlich, weil ich mich damit selber mehr selbst malträtiere als alles andere. Die ganze Zeit so ein komisches Knistern. Ich hab das Gefühl, dass das Spiel gleich wieder abschmiert. So, große Preisfrage. Ist das Ding so unten offen? Lol. Das komische Ding mit seinem Extra-Leben. Ist mittlerweile aufgegangen vielleicht? Nach dem ganzen Mondfest hier? Wo geht's denn nochmal runter? Wenn in der Karte hast du hier. Oh, doch, da ist die Karte ja. What the fuck? Warum ging die daneben nicht? Da haben wir extra Leben übersehen. Also, die Etage runter wollen. Da geht's runter. Mein Glück wahrscheinlich immer noch zu. Vielleicht ist hier oben irgendwas auf dieser Etage. Wenn man das aufbekommt. Was sage ich, nicht irgendwo die Wand durchschlagen oder so. So. Extra Leben erhalten. Oh, falsche Richtung. Gut, gut, gut.
27 Minuten haben wir auch schon wieder voll und wir haben effektiv nicht viel hingekriegt bis jetzt. Außer ein paar Dämonen zu verprügeln und dabei selbst 100 Mal zu sterben. Jut. So, darüber wollen wir wahrscheinlich. Oh, kommt von da vielleicht schon? Wo genau ist die Wand jetzt eigentlich eingebrochen? Wie müssen wir denn weiter? Hier ist es weit aus. Da sind wir hochgekommen. Das muss das schon sein. Aber wie weit erwartet das Spiel von allen, dass man springt? Gestärkter Dämon. Okay, das war schon mal die richtige Richtung. Allerdings die Umsetzung war scheiße. Oh. Ja, ist alles klar. Kein Ding. Tut dir keinen Zwang an, ne? Der gesteckte Ding. Jetzt ballern wir den nicht aus meinem Schussfeld. Schon schwer Camping hier, ich weiß. Ich lasse nämlich auch keine andere Wahl. Oh, verdammt, keine Munition mehr. Boah, was stimmt mit dem Ton denn gerade nicht? Er ist nah hinter dieser Brücke. Ja, Icon of Sin. Gut, aber über die Brücke begeben wir uns in der nächsten Folge. Für heute sage ich aber schon eine halbe Stunde voll haben. Vielen Dank fürs Dabeisein, vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, auf Wiedersehen und tschüss.